Da zusammen wir gerade nennen. Ja, wir stehen vom Backes. Ich habe mein Jöppchen an. Du hast weißes heute. Ja. Oh, und eine Leckerbütze. Ja, jetzt passt es besser. Ja, das passt gut zusammen, wir zwei. Wir wollen heute einen Flammkuchen machen, und zwar einen Gemüseflammkuchen. Ein Gemüseflammkuchen. Deswegen haben wir ja alle möglichen Sachen schon aus dem Garten zusammengeholt. Ein paar Zwiebeln, Paprika, Tomaten. Diese Zucchini ist besonders schön, eine gelbe. Jo. Und noch ein paar kleine Gurken und eben noch eine Zucchini. Meinst du, da können wir was von machen? Da machen wir was schön. Aber du heizt schon mal vor. Ja, eben. Ich glaube, das wird unser Problem heute sein. Bis wir den aufgeheizt haben, seid ihr alle schon wieder weg. Und deswegen gehen wir einfach in die Küche und machen es da ganz so, dass es jeder nachmacht. Ja, jawohl. Und nicht jeder hat einen Backel. So sieht's aus. So, das ist aber ein buntes Bild, was wir hier haben. Ja. Mann, das ist richtig schön. Ich glaube, das wird lecker. Nur wegen bunt? Ja, weil es einfach gut aussieht. Ist das Essen bunt, wird das Bäuchlein rund. Ja. Auch blöd. Ja, dann fangen wir jetzt mal an. Machen alles kurz und klein. Und dann rühren wir es ein bisschen zusammen und auf den Teig drauf. Auf die Teiglinge. Das ist ein fertiger Teigling. Richtig. Die gibt es zu kaufen. Teiglinge für Flammkuchen extra. Entweder roh oder schon vorgebacken. Ich bevorzuge dann die vorgebackene Variante. Gerade zu Hause im Haushaltsofen. Weil sonst klebt das zu sehr an, wenn das noch roh ist. Und wird meistens auch nicht gar, weil das nicht so hoch geheizt werden kann. Wie viel Grad müssen wir jetzt hochheizen? 200 Grad sollte man vorheizen. Aber Umluft. Umluft, genau. Gut. Ja, loslegen. Okay, erstmal ein bisschen waschen. Ja. Und dann geht's rund. Das wird dann reiner Dekolauch. Ja. Zum Schluss und drüber schon. Ja, den legen wir zum Schluss drauf, weil der ist so dünn, der verbrennt uns bei 200 Grad. Dieser Schmand ist aus Sauerrahmen, ne? Ja, genau. Warum? Wir nehmen den aus Sauerrahmen, damit er etwas säuerliche Note hat. Dann schmeckt das, harmoniert das besser mit unserem Gemüse. Okay. Pfeffer und Salz. Gott erhalt's. Ich liebe dieses Geräusch. Ja, brauchen wir einen Tropfen Öl. Ja, lass das mal so, eines Tages wird das cool. Unsere frischen Kräuter. Und einmal verrühren. So, mal gucken. Der lange Finger kommt. Sehr gut. So, dann verrühren wir unser Gemüse mal ein bisschen. Dann halt schön bunt auf unserem Flammkuchen aussieht. So, jetzt machen wir etwas Mehl. Klein wenig auf die Arbeitsfläche, verteilen so ein wenig. Und dann legen wir unseren Rohling da drauf. Warum? Damit der nachher auf unserem Backblech nicht hängen bleibt. Ah, deswegen. Das verstehe ich sogar nicht. So. Jetzt nehmen wir von unserem angerührten Schmand circa 2 Esslöffel. Mehr nicht? Nein. Und verteilen den bis ungefähr einen halben Zentimeter vor dem Rand. Warum? Alles, was überläuft, klebt am Blech nachher und dann kriegt man das unheimlich schlecht wieder herunter. Unser Flammkuchen geht kaputt. Da gibt es ja die wahnsinnig intelligente Errungenschaft der Küchentechnik, nämlich Backpapier. Richtig, könnte man auch verwenden, muss man aber nicht. Wenn man es kann, braucht man es nicht. Nee. Gut. Jetzt verteilen wir unseren Belag schön gleichmäßig auf den Flammkuchen.
auch nicht zu viel am Rand, fällt nur runter. Mhm. Aber sieht echt lecker aus. Jetzt schon. Kannst du schon mal reinbeißen. Außerdem weißt du ja, wenn man reinbeißt, dann wird man von der FIFA gesperrt. Genau, richtig. So, dann lass mal loslegen. So, da haben wir unseren Ofen. Die Bleche am besten immer schon ein bisschen mit vorheizen, damit die Böden nicht aufweichen nachher von dem Schmand. Sonst fangen die auch direkt an zu kleben. Und so bleibt der schön kross, der Boden. Bloß wüsste du, welcher jetzt meiner ist, der obere oder der untere? Der schönere. Ah, dann gucke ich nachher. Wie lange? Was brauchen wir? Geschätzte 10 bis 12 Minuten. Sieht gut aus. Ja. Glaube ich. Jo, wir sind fertig. So, guck, da flutscht er. Ach, aber nichts angebacken. Und die Nummer 2. Genauso gut aus. Und vor allen Dingen, es hat noch die Farbe behalten. So. Vorschneiden ist, glaube ich, wichtig, ne? Ja, ein Flammkuchen kann man auch schön mit der Hand essen. Und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn sie immer ein bisschen mundgerechte Stückchen sind. So. Wollen wir es probieren? Ja. Aber ja schon Spaß dran. Angucken ist nicht. Nein, weg damit. Weg damit. Also wieder mal äußerst lecker. Ich muss sagen, habe ich ja noch nie gegessen. Du? Hast du schon mal irgendwo gegessen, Gemüse? Ja, aber natürlich nicht so frisches Gemüse, wie du das hast. Mhm. Macht sich schon mit Salz, mit Hochbeet und viel Gemüse im Haus. Dann denke ich mal, wir essen jetzt schön zu Ende. Ihr probiert das aus und wir sehen uns.